Und dann gesagt, nein, das können die doch nicht machen. Wie soll ich jetzt denn bitte vernünftig schießen? Mit der Zeit hat man sich damit abgefunden. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde das mit dem Cooldown eine richtig gute Sache. Weil, wenn wir mal realistisch sind, das Schwert selber, also die Waffe und so weiter, die kannst du sowieso nicht unendlich spammen. Das sieht man jetzt hier in der Bühne noch ganz gut, wenn ich die Maustaste drücke. Jedes Mal, wenn ich hier jetzt zuschlage, das ist die Attackrate, ja. Schneller kann ich den Feind eh nicht hitten. Jetzt ist halt so, jetzt darf man halt nicht gedrückt halten, wie jetzt hier, sondern warten, bis er cool und wieder aufgeladen ist und dann wieder schlagen. Das heißt, man muss das Ganze manuell timen. Das ist alles definitiv eine Sache der Übung. Und ich sag, nach maximal 2 Wochen ist es. Da kann das jeder nahezu perfekt. Vielleicht in Kurzschlussreaktionen, in Panik oder was weiß ich, dreht man wieder so Panik, ganz schnell zuhauen ab. Aber realistisch wird das, denke ich, wird man da auf Dauer keine großen Probleme mit haben, den Cooldown zu beachten. Das geht auch automatisch. Davon abgesehen kommt es dann auch, wenn man gegen irgendwelche anderen Leute kämpft, was sich PvP nennt, was ja auch durchaus sehr weit verbreitet ist, auch auf YouTube, kommt es dann nicht mehr darauf an, wer am besten seine Maus zuspammen kann, sondern es ändert sich sehr viel mehr zugunsten von wirklichem Skill und weg von, ja gut, Ping wird da doch fast schon noch ein bisschen entscheidender mit, weil wenn du zuhaust, aber einen schlechten Ping hast und du währenddessen schon vom Gegner getroffen wurdest und weg bist, dann schlägst du in die Luft. Das ist natürlich blöd. Andererseits kannst du mit dem Ping natürlich auch austricksen, weil wenn du einen schlechten Ping hast und getroffen wurdest, dann weißt du genau, der Gegner muss eh erst aufladen. Und wenn er mich jetzt hittet, kann er mich zwar wegboxen, aber er macht mir keinen Schaden. Da kann man damit, denke ich, auch seinen Nachteil durchaus besser bewerkstelligen wie in aktuellen Versionen, wo es halt wirklich nur darauf ankommt, wer wen schneller zuspammen kann und so weiter und so fort. Davon abgesehen, in der Zeit, wo man sich das Schwert auflegt, kann man dann immer noch auf Schild wechseln und blocken. Inwiefern das eine Rolle spielen wird, sehen wir dann auch. Und wer halt dann am besten, also wer halt dann vom Geschick her das alles am besten timet mit hin und her wechseln und pipapo, denke ich, dass der dann halt auch die besten PvP-Spieler dann werden. Und es ist definitiv mehr Skill, als wenn man jetzt sagt, ja, ich bin gut im PvP, heißt man eigentlich, ja, ich kann gut meine Maus spammen und habe einen einigermaßen guten Ping. Ah, nee, schon im Ansatz eine bisschen schlechtere Leitung hat. Gegen einen, der Glasfaseranschluss hat, das merke ich sofort, ja. Gegen Sebo zum Beispiel, der wohnt ja in Wien. Und selbst wenn ich einen Server bei mir am PC hoste, hat er zu meinem eigenen PC übers Internet einen besseren Ping als ich. Das ist das Internet im bayerischen Land. Im schönen Freistaat Bayern. In einem Dorf. Ist doch toll, oder? Und überall wirft man mit, ja, wir haben das beste Netz Deutschlands. Vodafone. Ja, am Arsch. Solange hier bei uns keiner den Netzausbau vorantreibt, was schlichtweg einfach nur deswegen nicht passiert, weil es einfach arschteuer wäre. Und ich sag mal ehrlich, rentieren tut sich's eh nicht. Also ganz ehrlich,
ein Dorf mit 1300 Einwohnern mit Glasfaser-Internet zu versorgen. Wozu? Ich kann schon verstehen, warum man das nicht will von der Zeit aus der Telekom. Das ist einfach ein Riesenaufwand für verhältnismäßig wenig Leute. Es profitieren halt einfach weniger, als wenn man das in der größeren Stadt macht. Weil zum Beispiel ja, gut, Oberfranken ist ja nochmal ein spezielles Beispiel. Da hat Kabel Deutschland damals den Netzausbau betrieben und die machen ja original gar nichts mehr. Die haben teilweise noch 2K-Leitungen. Da, die sind dann schon neidisch auf meine wunderschöne 16K-Leitung, die von der Leistung her quasi überhaupt nichts kann. Dafür aber immerhin funktioniert. Und zwar zuverlässig, mit wenig Störungen, aber halt nicht, aber halt, ja, Kupferleitungen halt sind, ne? Und Glasfaser ist halt im Moment so das Beste, was man so umsetzen kann. Klar, Satelliteninternet wäre natürlich dann nochmal mega mäßig viel geiler, aber sind wir mal realistisch. Ich persönlich glaube nicht daran, dass Satelliteninternet für Normalsterbliche jemals wirklich angeboten wird. Weil, warum? Einfach nur, weil warum? Das ist, warum sollte man so einen immensen Kostenaufwand betreiben? Nur um das Internet noch schneller zu machen. Ich meine, wer Glück hat und direkt einen, also direkt halt einen Glasfaseranschluss ins Haus hat und dann halt nur noch im Haus circa 20 Meter Kupferleitung hat, der hat jetzt schon einen Ping von 5 Millisekunden oder so. Und sind wir mal ehrlich. 5 Millisekunden. Wahnsinn. Eine Glasfaserleitung überträgt mit Lichtgeschwindigkeit. Quasi. Da geht Licht durch. Das kann in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegen in einem Glasfaserkabel. Wenn wir jetzt mal sagen, man geht einmal um den Erdball zu sich selber, also realistisch gesehen, kommst du nie auf eine längere Strecke als deinen halben Erdumfang. Außer die Kabel sind total komisch gelegt. Dann kommst du schon auf mehr. Zum Beispiel das Atlantikkabel oder so weiter. Blablub. Aber realistisch betrachtet, mehr als 30.000 Kilometer hast du eh nicht an Strecke. Und nachdem du im Glasfaser mit 90% Lichtgeschwindigkeit hast, brauchst du dafür eine Zehntelsekunde, um nach Neuseeland zu kommen. Und dann halt natürlich da wohnst, wo ich wohne, und mit Kupfer angeschlossen bist, also zu Amerika und Neuseeland schon mal den Ping von einer Sekunde. Und wenn man mal bedenkt, eine Zehntelsekunde Ping nach Amerika, das ist ein Drittel von dem, was ich zu Frankfurt habe. Ich zu Frankfurt, das sind Luftlinie 600 Kilometer. Da habe ich einen optimalen Ping, also schneller als 31 Millisekunden, komme ich nicht. Das ist ausgeschlossen. Das gibt meine Leitung einfach nicht her. Ha? Ganz ehrlich, wenn ich mit Glasfaser Direktanschluss im Haus, haben wir mal Glasfaser Direktanschluss, ich sitze ja direkt am Router dran und habe halt ein LAN-Kabel von einem Meter quasi. Der Router steht direkt neben mir. Und ja, das geht. Wenn der Router nicht, also wenn der Router halt im Keller steht und der Rechner direkt daneben,
Könnte ich auf jeden Fall einrichten. Ja, das würde gehen. Das Coole ist, da unten hätten wir sogar Drehstromanschluss. Dann hätte ich vielleicht eine Peak von, ja, 25. Ich weiß ja nicht. Also ich habe hier Devolo-Anschluss. Ja. Das verringert die Übertragungsrate auch noch mal ein klein bisschen. Aber ich werde auf ungefähr 30 hängen bleiben. Kann ich machen, was ich will. Und wenn ich das jetzt mal so in das Szenario Glasfaseranschluss bis zum Router rechne, dann habe ich nach Amerika einen Ping von einer Zehntelsekunde. Ja. Damit lässt sich doch mal leben, ne? Und da brauche ich doch kein Internet über Satelliten dann noch zusätzlich. Also die Verbesserung ist dann wirklich so geringfügig. Keine Ahnung. Davon abgesehen hat man damit dann wahrscheinlich irgendwann noch das Riesenproblem, dass du dann so viele Satelliten für alles Mögliche in unserem Orbit kreisen hast, dass du ja quasi überhaupt nichts mehr machen kannst da oben. Das Problem habe ich jetzt schon teilweise, dass da so viel Weltraumschrott oben rumgurkt, dass man. Also extrem aufpassen muss, wenn man einen neuen Satelliten in die Luft schießt, dass man den nicht irgendwie durch dummen Zufall auf welche Höhe sind wir hier? Okay, noch zwei Blöcke höher zusätzlich. Dann sind wir oben. Dass man den nicht mit Weltraumschrott kollidiert beim Ballern. Da muss man jetzt schon tierisch drauf aufpassen. Ah. Und wenn man dann noch fürs Internet da oben die ganze Zeit alles mit Satelliten zumüllen. Heilige Scheiße. Da mache ich mir echt Sorgen. Ja gut, Raumfahrt ist eigentlich sowieso ziemlich, ich sage jetzt mal, unnötig, weil. Hey! Wir suchen erdähnliche Planeten, auf denen wir eventuell leben können. Die wir zwar niemals im Leben erreichen können. Und auch Kommunikation schwierig wird, weil die ja irgendwie 300 Lichtjahre entfernt sind. Und de facto gibt es kein schnelleres Kommunikationsmittel als Licht. Und bis man denen dann über irgendwelche Lichtzeichen-Gedöns gesagt hat, wie ein Morsecode irgendwie funktioniert. Du brauchst ja erstmal dann realistisch betrachtet 600 Jahre, bis überhaupt mal eine Antwort zurückkommt. Ja. Das ist heftig. Wenn überhaupt eine Antwort zurückkommt. Und dementsprechend. Ich halte das ganze Weltraum-Erforschungsgedöns für ziemlich unnötig. Ich persönlich muss auch nicht wissen, wie jetzt genau der Urknall zustande gekommen ist. Schön. Also wäre schon lustig zu wissen, wie es genau abgelaufen ist, aber hey, wofür brauchen wir es? Es braucht doch keine Sau. Oder die Erforschung des Higgs-Teilchen. Ja. Schön. Was ist passiert? Wir haben wieder 10 neue Teilchen entdeckt. Die die ganze Sache nur noch komplizierter machen. Alles, womit wir denken, dass wir, wenn wir es erforscht haben, endlich quasi die Lösung haben, lässt uns nur wieder feststellen, oh shit, wir haben jetzt ungefähr dreimal so viele Probleme, oder? Boah, eine Lösung wirft quasi 10 neue Probleme auf. Und da hat ein gewisser Herr Johann Wolfgang Goethe schon eine etwas sehr gutes Gedicht zu dem Thema. V.